zweite Spiel hat, ist Cruel Aliens Sicht. Ja, gut. Ja, stimmt schon. Aber das nimmst du natürlich mit. Ich meine, diesen Turniertag da vor allem mit diesen Spitzenteams, den will man sich da auch nicht nehmen lassen. Cruel Aliens ist ja abgestiegen im Sommer. Aus der Bezirksliga, jetzt vorne dabei in der A-Liga. Spielt wieder mit offensiven Torwart. Das wird auch gleich belohnt. Cruel Aliens geht in Führung. Den Namen kann ich den Spielplan bauen und die anderen Teams den scheiß Spielplan haben, das wäre schon auch kacke. Aber ist gang und gäbe bei jedem anderen Turnier. Ich find's einfach fragwürdig, dass es nicht einfach gleich ist für alle. Also das macht keinen. Jetzt gibt's einen Lupfen. Ich freue mich aufs erste Lupfer-Tor. Ja. Dann mach ich's helle auf. Geil kontrolliert. Der nimmt der Volley und denkt sich Winkel. Schau mal, der kommt nämlich immer noch los. Und können wir da einmal eine Markierung setzen? Mal was bei. Hä? Schon ganz oft macht. Könnt ihr mit uns hier ein bisschen interagieren, kommunizieren, da wird das eine witzige Sache für euch und für uns. Wir sehen uns hier heute ja noch ein paar Stunden. Also macht euren Twitch-Account, folgt diesem Kanal und chattet mit uns, schreibt mit uns. Dann wird es ein geiler Tag und dann verpasst ihr auch in Zukunft. Das wird Pico und da haben wir nämlich das 2:1 für die SG im Cruel Erleheim. Kurz vor Schluss und jetzt müssen die Balinger natürlich ran. Samuel Schneider bleibt dann wohl das.